Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Last Epoch Gameplay. Ja, jetzt sind es nur noch 2 Tage. Und jo, ich freue mich riesig drüber über den neuen Patch. Jo, ich habe gelesen, ein neues Update, also ja, neue Informationen über den Patch. Es wird levelnde Legendaries geben. Wo muss ich jetzt hin? Hier rechts. Und ja, die sind am Anfang, wenn ihr startet den Charakter, also wenn ihr hochlevelt, auf niedrigem Level, sind sie schon verfügbar scheinbar. Und leveln dann mit, und wenn ihr Level 100 seid, dann habt ihr ein viel stärkeres. Ja, Legendary, genau. Und mich freut es ja ziemlich, also das ist nötig gewesen, weil ja viele Unix erst so Level 60 verfügbar sind, oder? Wo man eigentlich schon viel früher bräuchte. Einfach damit man mit den Skills überhaupt Schaden macht. Es ist halt ein bisschen blöde, dass alles ein bisschen itemabhängig ist im Endgame und so. Aber jo, sollte auch nicht zu leicht sein natürlich. Also es soll einfach ein bisschen besser sein. Und jo, damit man einfach auf bestimmte Builds hinarbeiten kann. Die hoffentlich ziemlich gut. Und jo, bekommen wir einfach bessere Stats oder mehr Stats auch über. Die werden wir ja sehen. Und es freut mich riesig, wieder so einen Patch zu haben. Nur ein Patch und schon wieder so viel Content neuer. Und scheinbar wird Akt 1 komplett überarbeitet. Wurde das nicht erst überarbeitet? Also, jo, mir gefiel nicht so sehr jetzt. Also ich habe jetzt erst kürzlich wieder einen Totem ja, Primalist und dann später Schamanen angefangen, der auf einen Dorn basiert, also ein Dorn-Totem auf einen einzigen Dorn. Und ja, der funktioniert schon beim Leveln sehr gut. Ich habe diese Notes einfach noch nie gesehen. Also hier ist Richtung unten im Skilltree vom Torn Totem. Und ja. Ich hab den noch nie gesehen. Der ist wahrscheinlich seit März drin. Und der macht einfach, dass die Dornen schneller gecastet werden. Dafür eben nur noch einen Dorn. Da sowieso immer wieder nur ein Dorn getroffen hat, ist das eigentlich egal. Ist ein mega Schadensboost, Angriffsgeschwindigkeit, also ein Cast Speed Boost und jo, finde ich cool. Nur kann ich jetzt längere Zeit nicht in den Spritenformen wechseln, weil ich dann wieder zurückverwandelt werde. Aber ja, weiß gar nicht, was ich noch scannen muss. Aber cool dann. Und hier muss ich genau hier rummachen. Okay. Jo, außerdem, jo, werde ich wahrscheinlich natürlich wieder neu anfangen müssen am 25. Mai. Und, jo, werde eventuell ein Totembild dann spielen. Wenn es irgendwie gravierende Dinge gibt, also Änderungen oder so. Ich würde vielleicht einen neuen Beet machen. Oder eventuell diesen einen Beet nehmen, den wir vorher hatten. Also vor diesem Charakter hier hatten wir so einen, ja, Judgment Paladin, glaube ich. Oder ich mache einen Bleeding Hammertroll Beet. So viel Resistenz? Okay, nehme ich mal. Doch schon 50 Poison Resistenz drauf. Drauf ist, müssen wir ihn mitnehmen. Ist aber leider. Ist es ein Helm? Nein, das ist ein Offhand. Also gebrauchen könnten wir ihn nicht. Ah, ich habe die Idole noch nicht editiert. Ja. Müsste die noch dann irgendwie. Ja, müssen wir jetzt nicht machen. Wir haben sowieso nicht so viel Poison Damage. Idole. Genau, hier oben Penetration. Also der Beat geht ziemlich gut, finde ich. Jetzt mit Rotmint. Wir haben ja den anderen.
Habe ich gar nicht so mitbekommen. Wir haben ja das andere Unique rausgenommen mit den Levels. Also ich habe jetzt, glaube ich, irgendwo Level verloren scheinbar. Wird leider immer noch ganz kurz angezeigt. Sollte ein bisschen länger sichtbar sein. Ah, da hat man einen Skillpunkt verloren. Jo, zum Beispiel hier. Genau, da muss ich Frailty Stacks haben. Okay. Jo, ja, jetzt habe ich ein bisschen Zeit aufzunehmen, ein bisschen mehr Folgen im Voraus aufzunehmen. Ich habe aber richtig Lust, noch mit dem Leash so weit zu kommen, dass ich Monolithen und so starten kann. Jo. Ich weiß jetzt nicht so richtig. Lust habe ich nicht so sehr dazu jetzt. Einfach aus der Vorfreude irgendwie raus. Kennt ihr das? Plötzlich keine Lust mehr, irgendwas fertig zu machen, wenn das Update sowieso wieder alles verwirft. Naja. Und ja, heute wollte ich ja noch ein bisschen Roblox entwickeln. Also ein Spiel bei Roblox entwickeln, so. Und ja, muss da noch viel lernen. Ich habe einen strengen Tag heute. Also muss sehr viele Videos aufnehmen und ja, ein bisschen auch entwickeln. Ich werde einfach starten, also starten. Ich habe ja schon länger zu einer Mode in Editon Games entwickelt, aber jo, so richtig ein Game veröffentlichen, so möchte ich aber auf Roblox. Weil erstens, du hast eine Community, die recht groß ist. Du musst nicht so ewig lange irgendwas designen, die Leute lieben es trotzdem. Also die Grafik muss nicht so mega detailliert sein und alles mögliche. Wird sie ja sowieso wegen der Engine gar nicht sein. Und jo. Es ist halt einfach auch so ein bisschen mein Platz. Also ich habe viele Freunde, mit denen Roblox sind. Und die ganz guten Editoren wie Unreal Engine 5.2 sind leider recht kompliziert beim, also einfach zu lernen, aber schwer zu meistern und einzustellen, wenn jede Textur ungefähr so 4.000-5.000 Pixel hat. jeder Skin oder so. Das ist natürlich recht aufwendig und zeitverschwendend. Also da würde ich lieber eine schlechtere Grafik haben, dafür irgendwie, ja, bessere KI zum Beispiel, coolere Monster oder so, die ich schlachten kann. Jo, aber ob sich das jetzt verhält, also Roblox ist jetzt nicht bekannt für eher erwachsene Leute, die wirklich auch, ja, so Gothic-Style Games macht und natürlich Last Epoch-Style. Aber ja, ich werde es so jugendfreundlich wie möglich machen. Also, geht ja eher um die Anspielungen bei den, ja, bei der Liebe und so Sachen. Das sollte man nicht machen in den Amerikanern. Und ein bisschen Gewalt geht schon. Ich hab 12. Jo. Also eben ein bisschen wie Last Epoch, ein bisschen wie Gothic. Ja, werdet ihr dann schon sehen, was ich genau plane. Wird auf jeden Fall Spaß machen, denke ich. Ja, und Livestream wollte ich eigentlich heute auch, mit der Regnung. Aber, vielleicht nicht gerade der optimalste Tag dafür. Kommt drauf an, wie die Community so ist in der Regnung. Die ist momentan wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger. Da war im letzten Livestream von Regnum eigentlich ziemlich viel los. Einfach nur noch Augsburg, aber nur an einem bestimmten Punkt von der Map. Aber gut. Kennt man ja aus einem alten Spiel. Dass nicht mehr so viel los ist. Aber ein bisschen mehr los ist schon gewesen und das freute mich so riesig. Trotzdem hat es nicht irgendwie so angetan, mir jetzt gerade sehr aktiv dort zu sein, weil ich
hat auch diese Nervenprobleme. Da geht dann Last Epoch natürlich viel besser. Wieso sterben die nicht? Ich zu wenig Damage machen ohne diese Geister. Ne? Wandering Spirits. Ja, die blöden Cooldowns-Case, ich verwende sie immer noch nicht so gut. So optimal. Ich klicke einfach drauf, obwohl wenig Gegner da sind. Ich muss ein bisschen sparsam sein mit dem Cooldown. Ach komm, machen wir doch mal nicht. Dann machen wir auch ein bisschen mehr Schaden. Ja, und du bist ein Wiederbeleber. Ich weiß, ich gönn's. Ich mag irgendwie in den Games wiederbelebende Gegner nicht. Die einfach irgendwann mal wieder auftauchen, weil sie so Lust haben. Also wenn ich jetzt Game Designer wäre und... werde ich ja, oder bin ich ja. Aber wenn ich jetzt wirklich ein gutes Game oder so machen würde, dann würde ich einfach irgendwo einen Boss hinklatschen, dann eine Schatztruhe daneben und dann, wenn du die Schatztruhe geöffnet hast ein bisschen, wird einfach der Boss wiederbelebt. Also ein zweites Mal. Das wäre unfair. Das wäre richtig unfair. Ach ja. Wenn der Boss nicht gerade sehr schwer war. Es gibt ja immer so die Boss, zum Beispiel in The Legend of Zelda oder so, die Bosse, die wirklich sehr schnell down sind. Ich habe die einfach so in 3-4 Sekunden besiegt. Obwohl andere Bosse, zum Beispiel in The Legend of Zelda, natürlich länger dauern. Also so in Hack and Slays habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, manche Bosse sind einfach nur Kanonenfutter und weg sind sie. Wenn man die richtige Taktik auch hat. Und das ist sehr schade. Ja, ich erinnere mich noch an Background Story auf der PS1. Da gab es immer so Bosse, die mega lang dauerten. So, weißt du, gehst du mal noch Kaffee holen, gehst du noch da irgendwie mal einkaufen. So lange, oder? Und trotzdem gab es dann immer wieder Gegner und die Bosse, die sehr schnell gingen. Und das war natürlich irgendwie so richtig lame dann. Du liebst es einfach irgendwie so, weiß nicht, Kali und so mythische Göttergestalten und so weiter. Haben dann einfach so mega lange gedauert. Oder Kai Rosenkranz oder so? Nein, Kai Rosenkranz ist ein Musiker. Aber er heißt irgendwie Rosenkranz. Ich weiß nicht genau den Vornamen. Und der hatte so ein Schwert, das ist einfach so ein X, also die Klinge, oder? Ja, sagen wir mal von unten nach oben. Oben ist das Klingenende. Einfach so ein X noch. Also eigentlich so ein Schwert, das man eigentlich gar nicht verwenden kann. Was einfach nicht gerade sehr ausbalanciert ist. Aber der hat immer so mega reingechattert. Hat immer sehr viel ausgehalten. Das war ein Endboss. Okay, es ist nicht dein Boss. Aber trotzdem, das war ein Gegner. Kann ich nicht sagen. Und das hat bei mir natürlich immer sehr viel Sehnsucht in neuen Spielen oder so auch drin wäre oder so. Es ist einfach geil. Ja, du denkst so, ja, das Spiel ist fertig, du hast endlich den letzten riesen, gigantischen Dungeon durch und kommst endlich zum Ende und dann geht das Spiel einfach noch mega weit in die Tiefe. Du gehst einfach so in einem versteckten Pfad irgendwo, wo du schon mal warst, kannst du eine Tür öffnen und dann geht es noch viel weiter. Und irgendwann kommst du zu einem Boss, da sage ich jetzt wirklich nichts, unbedingt mal spielen, dieses PS1-Spiel. Also eben Fairground Story. Einfach mal zum Endboss. Und das ist eigentlich eine der geilsten Sagengestalten. Und wenn du den besiegt hast, hast du eine ganz winzige Chance, selber das Schwert zu kriegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Das heißt irgendwie so Kirchen. Irgendwas mit religiösem Klinge. Und ich glaube Löwenherz oder so. Das ist jetzt nicht religiös, das ist eher Kreuzritter und so.
Ah, Excalibur. Excalibur ist das, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ist ja auch schon ewig lange her. Ja, das ist jetzt schon 23 Jahre, ja, 24 Jahre alt, glaube ich. Ziemlich heftig, oder? Wenn man so bedenkt. Jo. Hatte halt nicht so ein actiongeladenes Kampfsystem, sehr ein taktisches, mit Unterbrüchen und so. Aber mega geil gewesen. Richtig geil. Ja, eben. So ein Kult, religiöser Kult, der eigentlich. Was machen sie überhaupt? Eigentlich sind ihr, also. Sie sind einfach so ein Kult, die Risk Breaker, also riskierende. Hey, was heißt das für Deutsch? Ja, riskierend brechend. Ich kann das gar nicht mal richtig übersetzen. Also, dass sie einfach irgendwelche Agenten sind, die außergewöhnliche Sachen machen, oder? Wo sie fast sterben, oder? Und da ist der Held natürlich davon. Und die haben eben diesen anderen Kult, der irgendwie auch jemand jagt. Den Namen Sydney. Und der ist völlig psychisch krank. Aber auf der guten Seite eigentlich. Und das ist eigentlich so geil. Man sieht eigentlich einen, der wirklich bösartig aussieht und richtig mega düster wirkt einfach. Psychisch krank wirkt. Und dann ist einfach der Nette und du musst ihn retten, beziehungsweise. Der ist einfach so magisch, dass er. Ja. Er dolcht oder mit dem Schwert durchstoßen wird und er lebt einfach weiter. An einem Pfeilen, genau, mit drei Pfeilen oder vier Pfeilen in die Brust lebt er einfach weiter. Du musst ihn irgendwie so ein bisschen. Indirekt beschützen, also. Du tust nicht ihn wie ein Schild beschützen, du tust irgendwie so. Schauen, dass niemand dorthin kommt. Oh, jemand redet. Nein. Ich beantworte einfach ohne zu beantworten. Einfach nein. Plus 1 zu Skeletten macht einfach nur ein Level höher und das heißt nicht, dass ein neues Skelett beschworen wird. Da müsst ihr schon die Nods auch skillen. Genau. Manche Leute sind ein bisschen schwer vor Begriff. Ja. Ist halt bei anderen Games früher so gewesen. Plus ein Skeletten hieß ein Skeletten mehr beschwören. Ist aber in diesem Game eigentlich gar nicht mehr so der Fall. Weil das heißt einfach, das Level ist ein bisschen doof be beschildert, hätten 1L oder ein Level schreiben sollen oder so. Jo. So. Jo. Ihr merkt vielleicht, ich bin nicht so ausgeschlafen. Ich habe wieder wenig geschlafen, gestern schon. Und jo. Bin trotzdem irgendwie so gewillt, zu spielen. Aber hat viel auch zu reden. Bin ja auch einfach die Lust. Jo. Aber erzähl gar nicht so viel vom anderen Game. Also, ja. Seht ihr alles in den zwei vorherigen Parts? Ich hoffe, es ist allen ein bisschen klar, was ich genau skille, was ich levele und so weiter. Ist natürlich auch dort ausgerichtet und ziemlich heftigen dort. Mir fehlen aber noch ein paar Uniques. Also, ich habe sie schon, aber die sind ab Level 60. Zum Beispiel die Handschuhe. Und ja, zum Beispiel Windflash. Oh Gott. Habt ihr gesehen? Das war, glaube ich, Ding Endurance noch drin. Ich bin einfach erschrocken und musste einfach klicken. Musste mich heilen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gebraucht, aber das ist, glaube ich, Reflection. Und das macht halt viel Schaden, wenn du viel Schaden machst. Dieses reflektierende Zeugs.
Mag ich nicht. Jo, genau. Mir fehlen einfach so die Dots, also an den Bonis fehlt mir einfach Damage Overtime. Das tut den Bild zwar nicht viel langsamer machen, aber einfach noch ein bisschen, ja, wenig stark sozusagen im Output, wenn ich jetzt gerade Cooldown habe oder so. Ja, ist ein bisschen schade. Hier ist eine Truhe, die wir noch holen. Was ist eigentlich mit AOE? Werden die Geister größer? Ich glaube nicht. Also die Skills, die bleiben so klein, aber der Schaden wird ja einfach größer ausgeteilt. Der war jetzt einfach. So. Nein, Aura. Ja. Gut. Jo. Jetzt bin ich gar noch nicht so wach. Jetzt kann ich gar noch nicht so viel erzählen über den Bild. Ja, schauen wir mal kurz in die Kiste, weil wir müssen ja sowieso noch Idole irgendwie suchen. Genau, also dieses Buch hier habe ich ja abgelegt und deshalb habe ich da 2 Skillpunkte verloren. Jetzt eben da Atrophy. Den Stab hier muss ich ja nicht skillen, also benutzen. Ich habe keine Necrotic Spells, außer vielleicht Spirit Plague, ja. Das ist Poison nur. Ja, das ist Nekrotik. Ja, würde schon ein bisschen etwas bringen, aber dann kann ich ja Roadmind nicht tragen. Also eben Wurfenflash, das sind nur die 2, denke ich mal. Okay. Ja, hier habe ich noch ein paar Totem Sachen drin. Zum Beispiel mehr für Minion Damage, Spell Damage und so Sachen. Habe ich gar nicht mehr so die Übersicht, welchen Bild, welchen. Ja, mir fehlen einfach jetzt noch die Slots. Ich habe noch nicht genügend Geld. Auch über 500.000. Nein, ich glaube jetzt hier nicht. Also, habe ich vorher gebraucht. Vor dem Patch 0.9. Aber ich habe jetzt genug Geld. Ich könnte einen extra Slot für den Totem Schaman machen. Und es gibt übrigens noch ein Necromancer-Bild. Im Crash. Nein! Ach, Last Epoch, funktioniert doch mal richtig. Beziehungsweise einfach, macht doch mit Nvidia mal ein Abkommen. Ihr fixt das, die Probleme, die Nvidia macht zu eurem Game. Und dann haben wir das Problem nicht. Ich hoffe, der nächste Grafikkarten-Patch behebt das. Kann doch nicht sein, dass die Treiber schuld sind an den Abstürzen in manchen. Sogar neuen Games, weißt du? Ja. Ist heutzutage einfach nichts mehr wert, weißt du? Müssen so viele Patches einfach ja nicht fertig sein. Naja. Hab so schlimm, wir waren ja in der Stadt. Beziehungsweise Lager. Ein bisschen weniger spielen, 7 Minuten. Keine Ahnung, wieso das Spiel abstürzt. Aber es ist wahrscheinlich wegen dem Grafikkartentreiber. Also mit GeForce Experiments stürzt das Spiel sowieso die ganze Zeit ab. Das kann ich ja nicht beheben. Also hier ist es abgestürzt. Ist ja nichts. Sind keine Gegner, die irgendwie Viren übertragen. Das ist eigentlich ein Absturz. Ein Herzinfarkt beim Menschen. ich will nicht mehr funktionieren. Drip. Die Skeletten sind wieder hier langsam. Nein. Das war ein technisches Glück. Bitte werdet beschworen. Oh nein, jetzt ist einer da. Sehr gut. Ja, ja. Heute habe ich auch sehr lange erkundet in Minecraft und dann ist auch... Es hat einfach nicht mehr reagiert.
Also wahrscheinlich einfach so, ja, aber ich kann nicht mehr weiterarbeiten, Problem. Weil ich so ein schlechtes Programm bin. Hä? Wieso droppen so komische Unix? Haut nicht immer AP-Angst aus. Ja, ich wollte ja die Idole machen, dann einfach den nächsten paar. Ich wollte eigentlich die Idole suchen, aber ja. Ich habe eben so wenig. Was ist Tears of the Forest? Nein, nicht schon wieder das. Nein, das ist das, was ich brauche. Das Amulett. Geil. Ich dachte schon, es wäre. Das war, glaube ich, eine Rüstung oder so, wo man nicht mehr sich bewegen kann. Nein, das ist das Amulett, das ich eigentlich brauche für ein anderes Bild. Jo, ob ich jetzt den verwenden soll noch? Ich glaube eher nicht. Aber das brauchte ich vor irgendwie so, was wäre einen Monat. Brauchte ich das noch dringend? Einen der Builds, der irgendwie auf, nicht auf die Vines ging, sondern entweder auf dieses Geschoss da, der die Spirits da beschwört. Da weiß ich den Namen nicht mehr. Oder so. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Man merkt, ich habe einen Monat nicht gespielt. Nicht spielen können. Jo. Oder, irgendwas anderes. Ein Relic mit 19. Was Spell Damage? Poison per Hit. Ist nicht so gut. Ja, so, 8 von 8. Poison Penetration ist, ja, bestmöglichst dort. Wie man sonst noch Poison Penetration bekommt, weiß ich nicht. Der Hoffmann hat es, glaube ich, nicht Poison Penetration. Nee. Aber es ist auch gut, dass wir ein bisschen weniger Damage over time bekommen. So, haben wir noch ein bisschen Zeit, 3 Minuten. Ja, ich denke, ich mache mal hier einen Break. Muss ja nicht immer so 30 Minuten machen. Es wird eben auch nicht so komplett immer geschaut, oder? Ist ja klar. Viele haben einfach Lust, kurz einzuschalten und merken, wie cool das Video ist. Diese Armen. Ja, ich mache jetzt hier einen Break und bin dann wirklich ready. Ja, Ende Akt 5, nein 6 zu machen. Jo, und dann in die Eiswelt zu kommen. Ich freue mich auf die Eiswelt. Nicht. Bis dann. Tschüss.